Eieieiei, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsage. Leute, ist es das, was ich denke, was es ist? What? Okay, ganz ruhig. Ich glaube, ich bin in einem Flugzeug gerade. Für Mitarbeiter oder? Nee, das sieht mir nach einem Flugzeug aus, oder? Ja, doch, könnte ein Flugzeug sein. Okay, ganz ruhig. Die Einsendung heißt nämlich TOC Museum. Und wurde von Harry 2006 entwickelt. Hallo Josef und hallo liebe The Joycraft Community. Ich habe mich an den PC gesetzt und ein Museum gebaut, welches von dem Thema The Joycraft handelt. Hier gibt es ein Ticket, ein Fotosystem sowie natürlich 30 Fakten zu Josef, die ich auf YouTube und im Internet gefunden habe. Oh Gott, ob ich die selber weiß, die Fakten. By the way, hi, ich bin Josef, ne? Lol. Gut, okay, stopp. Bevor du startest, das bitte lesen. Okay. Importiere und aktiviere das Ressourcenpack, wenn nötig. Müsste es nicht schon aktiviert sein? Es ist aktiviert. Okidoki. Drücke auf den Reset-Knopf, um die Welt vorzubereiten. Wähle einen Präfix aus auf der rechten Seite. Fertig, jetzt kannst du das nächste Buch lesen. Okay, Reset-Knopf. Datenpaket wird aktualisiert. Okay, Reset erfolgreich. Präfix für Mitarbeiter, für Besucher, für YouTuber mit mehr als 1000 Abonnenten. Ich bin ein YouTuber mit mehr als 1000 Abonnenten. Streng genommen. Mäh. Ich mag keine Zwei-Stände-Gesellschaft. Gefällt mir nicht. YouTuber hätte ich als... egal, ist nicht schlimm. Hallo, George Graffano, das ist Matthias Zimmer, so mit Bistro, Redstone Arena. Redstone Arena, okay, so wie kleines Planetarium, vieles mehr. Natürlich gibt es auch Fakten über The Joker. Bin gespannt. Gebe diese Welt nicht als euer aus. Donut ist nur kostenlos. Okay, ich wollte gerade sagen, Donut kostet was. What? Reviews dürfen gemacht werden, aber nur, wenn Harry 2006 genannt wird. Harry 2006. Juhu. Haftungsausschluss für links. Harry 2006 weist darauf hin. Okay, wunderbar. Okay, was? Okay, willkommen. Kenn ich. Auf geht's. Kostenloses Parken. Bitte eine Enderperle, eine Hero VIP kaufen. Ja klar, natürlich. Da ich am Kreativmodus bin, darf ich definitiv hier eine Eye of Ender einlegen. Oh, VIP-Karte. Wuhuhu. Was haben wir Feines hier? Was ist das? Ist das ein Lift? Mir war einfach langweilig. Du musst so groß sein. Bin ich. Süß. Süß. Was ist das jetzt? Keine Ahnung. Was kann das? Was soll das? Was macht das? Was will es? Ah. Sowas in der Art werde ich wahrscheinlich im Rotschirmpark auch bauen. Aber ein bisschen anders. Aber coole Idee. Eine Bank. Ja, jetzt sieht man rechts, wie mein Guthaben... Nee, lol, ich nehme gerade das Guthaben vom Harry weg. Harry! Harry, du hast jetzt Schulden bei der Bank. Ich bin fies. Guckt euch das mal an, wie mies ich bin. Ich lebe hier auf Kosten von Harry. So, 42. Und was haben wir noch eines? Also, wir haben ein Dorf, aber ich glaube, hier geht's erst so richtig los. Komm, wir wollen doch eigentlich das DOC-Museum sehen. Also zumindest ich will's sehen. Krass. Okay. Autsch. Oh. Okay, das ist interessant. Schaden, obwohl im Creative-Modus. Also, Öffnungszeit des Museums. Von Ticks bis Ticks. Okay, cool. Tolle Uhrzeit. Also, was haben wir hier? Das ist das Museum. Hallo, du bist Pharma. Okay, was haben wir Schönes? Lesestation. Lampe an. Lesestation besetzt. Okay, verstehe. Das ist eine Kleinigkeit. Süß gemacht. Artes Früchtetee. Mm. Journal and Villager Composter als Working Station nutzen. Okay. Für die OC zum Draufspringen. Gerne. Oui. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Ein bisschen Musik. Nice. Ich kann das nicht lesen. Das ist zu schnell. Die Bilder mache ich nicht kaputt. Dieser Kopf ist ein Foto, welches im Museum gemacht werden kann. Oh, an dieser Stelle. Kannst du auch ein Foto machen, wenn ich möchte. Okay, klar, gerne. Whee. Okay. Bin ich denn jetzt schon... Ich habe noch nicht ganz voll. Noch 22 freie Plätze. Museum ist leer. Okay. Gut, das ist quasi das Entree. Ah, hier geht's zum Museum. Gut.
Expresskassen, Redstone-Eintrittskarte. Oh, mein Kontostand ist aber auch nicht sonderlich gut. Ein Redstone-Dust. Ein fairer Preis. Was? Unfair. Ah. Oh. Mhm. Johoho. Ticket. Ohoho. Oh, nice. Okay. Infos zu The Geographer. Er ist 23 Jahre alt, jung, wohnt und studiert in Münster, NRW, ist Organist und Shift. Fein. Joecraft aka Chefsänger. Nee, ich war mal besser. Meine Stimme ist eingerostet. Zu dieser Zeit tapste noch in der Alpha befinden MC in dieser Beta-Version. Okay. Aha. 2011 TJM. Richtig. Ich hieß früher Theo Minecraft. Kleine Preisfrage. Wie heißt THCs erste Welt? Als kleines Kind war Joe so angetan von Wasserrutschen, dass er sie auch in diese Welt einbaute. Buchstabe, mir ist Zahl. Tipp. Buchstabe, Zahl. Was? Nur Großbuchstaben verwenden? Okay. World 5. Nö, aber es war World 5. Welt minus 5. Ah! Es war bei Englisch. Minecraft war früher nur auf Englisch. Aber gut, es stimmt. World 5 war die Welt. So hieß die Welt. Das war meine erste Minecraft-Welt. Ich habe es euch auf YouTube sogar vorgestellt. Diese Welt entstand dadurch, dass Joe mit seinem Freund spielen wollte, richtig, und seinem Freund seinen Laptop mitbrachte und den jungen Spiel-MC zeigte. Doch die Faszination, die ihm später auch dazu brachte, das Spiel zu kaufen, war eine fließende Wasserquelle. Richtig! Cool. Ja, ist tatsächlich wahr. Also, Kollege hatte das Spiel mitgebracht und hatte einen Mob-Grinder gebaut, hatte Wasser platziert und ich fand das so cool, wie sich das Wasser in Minecraft verbreitet und dachte so, was ist das für ein geiles Spiel, bitte? Mit dem Wasser wollte ich da unbedingt Wasserrutschen und alles bauen. Und dann, ja, kam so meine erste Liebe für Minecraft. Redstone war schwarz, korrekt. Aber Repeater waren rot. Genau, Redstone war schwarz und rot, wenn es an war. Drücke mich. Hier gibt es alle Infos zur Welt und vieles mehr. Okay, das ist das Video von mir. Verstehe. Oh, cool. Tutorials. Damals, noch THM, startete er schon die bis jetzt längste Videoreihe auch, die zwar nicht mehr zu sehen sind in den Tutorials. Genau. Hä? Ja, die alten Tutorials sind nicht mehr zu sehen. Ich werde vielleicht alte Tutorials noch bald hochladen, aber es gibt immer wieder neue Tutorials auf dem Kanal. Fun Fact, Joe hatte seinen YouTube-Kanal vor seinem Minecraft-Account gestellt. Genau, richtig. YouTube-Kanal existierte vor Minecraft-Account. Hieß The Your Minecraft. Aber kurze Zeit später habe ich dann Minecraft mir gekauft und habe meinen Kanal Minecraft auch The Minecraft genannt. Also das ist später erstellen, die The Minecraft nennen. Doch leider war der Name schon vergeben, deshalb YouTube ihm vorschlug, ein The davor zu sein. Richtig. Ich wollte mich eigentlich erst nur Minecraft nennen, was ziemlich dämlich ist, aber dann wollte ich mich Joseph Minecraft nennen und ja. Nice, ne? Und so war THM geboren. Oh, nice, das ist gut. THM Donkey Cocky, ja, das ist eine meiner ersten großen Riesenprojekte. Skipass-Bereich. Was? Es gibt einen Skipass-Bereich. Ich habe kein Skipass-Ticket. Aber ich kann hier in deine Technik reingrätschen. Und mir die Sachen klauen. Okay, hier kriege ich mal was zu essen. Das Essen kann man hier auswählen und bekommt es hier ausgezahlt. Oh, ist das cute. Ein Brunnen namens mir war langweilig. Sieht aus wie eine Klobürste. Jetzt nicht mehr. Süß. Cool. Oh, ist das krass. Okay. Oh, ist das cool gemacht. Ich glaube, ich komme hier gleich vorbei. Ich gehe mal wieder zurück, ne? Und mal gucken, wie es weitergeht. Alter, ich bin komplett begeistert von dieser Einsendung. 2012 bis 2016. THCs erste Redstone World begann im Jahre 2016, nachdem zuerst ein Livestream geben wurde, zum ersten Mal ein LP gebracht. Richtig. THM hieß ich da noch. Ja, ich glaube, 2016 habe ich meinen Namen geändert. Bitte so schreiben, ABC. Frage.
Wieso hat er sich umbenannt? Ihm gefiel der Name nicht mehr. Sein Name hatte gegen die AGBs von Minecraft verstoßen und er hat sich umbenannt. Also, ein Name. Hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu den AGBs von Minecraft verstoßen, aber ich hatte mir Sorgen gemacht, dass es eventuell ein Problem geben könnte mit den AGBs von Minecraft, wo seit Minecraft ja von Microsoft aufgekauft wurde, es ja verboten ist, Mojang oder Minecraft im Titel einer Marke zu haben. Und da sich TheJoeCraft zu einer Marke entwickelte, habe ich den Namen angepasst, um rechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden. Woo! Dazu ist noch die Redstone Villa entstanden. Mhm. Welche wirklich eine Villa mit eigenen Redstone-Schaltung ist. Vom DMS-Lager, ja, das ist noch das alte System, bis hin zu vielen verschiedenen Farmen ist alles für jeden dabei. Alter, wie viel Mühe Harry 2060 hier gegeben hat. Holy moly. Hier können Sie die Schildkröten ihre Eier verbuddeln sehen. Ah, sweet. Was haben wir Feines hier? Und das weltgrößte Projekt, der Redstone-Freizeitpark, der erste Redstone-Freizeitpark, also der Redstone-Redstone-Freizeitpark. Dieser Park beendet eine Menge an verschiedenen Attraktionen und Einrichtungen, zum Beispiel mal beim hier drücken. Aber ich glaube, dass die Redstone World, die ich gerade am Bauen bin, das ist er, noch größer wird als der Redstone-Freizeitpark. Die Redstone World wächst ja mit jedem Tag. Und kurz nach Weihnachten hatte TheJoeCraft für uns alle ein Geschenk, ein neues Intro, welches bis heute noch immer feiern. Mhm. Und Leute, es wird bald ein neues Intro kommen. Fun Fact, heute ist der 27.07.2020. Ist kein Witz. Ich finde das witzig, dass das heute diese Einsendung kommt und ich gehe jetzt gerade, also zum Zeitpunkt, wo ich es aufnehme. Wenn ihr das seht, dieses Video ist wahrscheinlich ein anderer Tag. Aber heute ist der 27.07.2020 und ich werde mich in einer Stunde mit der Person treffen, mit der ich mein neues Intro machen werde. Beziehungsweise die, die das Design für mein neues Intro vorschlägt und gezeichnet hat. Es ist so krass. Witzig, dass das Outgang heute kommt. Steht da? Ich kann das nicht gut lesen. Ach, Redstone Arena. Redstone Arena. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Harry 2006. Kein Mensch versteht mich so gut wie Harry 2006. Harry 2006. Dankeschön. Mein Foto. Okay. Hast du ein Foto? Ich will mal Redstone Arena mehr angucken. Wie geht das denn jetzt hier? Ja, aber auch schnell, okay. Was muss ich jetzt machen? Okay. Ich glaube, das geht nur mit zwei Spielern, habe ich das Gefühl. Ich befürchte, das geht nur mit zwei Spielern. Ah, Leute, ihr müsst die Map nochmal ausprobieren. 2017. Die erste YouTube-Adventure-Map erschien. Doch, wie hieß sie? Die Pyramide des Pharao Tekraftikus. Nice. hieß es TOC? Und nun wird's geheim. Wir gehen unter die Erde. TheJoeCrafts nächstes Projekt heißt Redstone Bunker. Rebu, nice. Und es passieren noch viele andere Dinge. Schau doch selbst hier drücken. Ah, immer geil, diese Videos. Dieser Bunker enthält einiges an Techniken, genau, und Freizeitmöglichkeiten. Aber alles unter der Erde. Nur der Verteidigungsturm schaut oben heraus. Hier entsteht das TOC-Sprachmenü, die Piratensprache. Ah, ahahaha. Autsch. Der Typ kennt mich besser als ich. In diesem Jahr startete auch Piston House Survival mit Mythos. Ja, es war herrlich, wunderschön. Ich weiß nicht, wo Mythos hin ist. Also, sorry, Leute. Ich werde immer wieder gefragt, was mit Mythos los ist. Aber ich glaube, er geht andere Wege. Ist auch gut so. Jeder Mensch soll die Wege gehen, die er für sich richtig hält. In diesem Jahr baut TOC auch den Redstone Bank, welches allerdings nicht auf jedem Computer läuft. Ja, die Redstone Bank war ein wenig übertrieben. Es war mal so ein kleines Projekt mit vielen Redstone-Schaltungen und ein bisschen hier Computertechnik. Die zweite YouTube-Adventure-Map hieß die Maschinenmansion. Du brauchst dazu nicht mal Minecraft. Genau, ihr könnt auf YouTube diese Adventure-Maps spielen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder so. Das sind wirklich Maps, die für YouTube entwickelt worden sind. Und die Idee ist wirklich, dass man auf YouTube die spielen kann. Die vierte ist aktuell in Planung. Auch für die Moda-TOC, was ein Modehaus, genau, welches im Rebo zu finden ist. Und da gibt es auch noch ein eigenes Video zu. Boah, ist das cool gemacht. Alter, ich liebe diese Einsendung.
Das ist selber für mich auch so schön, so diesen Recap zu kriegen, diesen Rückblick zu bekommen. Weil das ist wirklich wie so ein Museum aufgebaut. So geil. Was haben wir hier denn Feines? Automatische Entleerung. Briefkasten. Ist das hier? Ist das die Admin-Villa? Nee, ist ein kleines Häuschen drin. Läuft! Sicherheitsschutz aktivieren. Okay, das ist, glaube ich, so ein kleines Häuschen, Leute. Eine kleine Wohnung. Scheint wie eine Art Hotel aufgebaut zu sein. What? Okay, warte, ich weiß nicht, wo ich jetzt entlang möchte. Ich möchte wahrscheinlich aber kurz hier in diesem Gartenbereich. Ja, das scheint der Innenhof zu sein. Hier kann man so ein bisschen was erleben. Es gibt einen Kamin. Es ist super kreativ gebaut, das Ding hier, ne? Also, großen Respekt. Oh. Oh, lol. Oh, krass. Warum habe ich es kaputt gemacht? Oh, ist das cute programmiert. Oh, cool, Mann. Alter. Super Idee. Super Idee. Fahrstuhl. Okay, hier ist ein Fahrstuhl. Der führt wahrscheinlich nach unten. Nee, oder? Hä? Führt er nach oben? Ist das der Fahrstuhl? Ich glaube, ja. Aha. Hi. Dude, was machst du denn hier? Alter Ego. Au, 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 au. Er wusste, wo man stehen sollte. Ich nicht. Oh. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Crafting-Rezepte. Was? Das sieht gefährlich aus. Start. Okay. What? Planetarium. Ach, das ist ein Planetarium? Alter, ist das krank. Es ist wirklich ein Planetarium. Das ist hier das Ding in der Mitte des Planetariums. Diese, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Wow. Stopp. Yo, my goodness. Was für ein Museum. Oh. Ist das gut gemacht. Kann man hier Popcorn kaufen? Hier sind alle Redstone-Items am Rand dran. Oh je, Mini, welches Item fehlt? Oh, gut, wir sind da 1.16. Hier gibt es natürlich jetzt einige, die fehlen. Uff. Das könnt ihr euch mal versuchen, Leute, wenn ihr es hinkriegt. Ich will noch ein bisschen was von der Einsendung sehen, bevor mir die Zeit wegläuft. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe noch 20 Minuten. Okay, das sollte reichen. Basistechniken. Kondensator. Ein Geld, eine Münze. Oh. Oh, wie cool. Das ist so cool gemacht. Alter, auch Command-Block-technisch ist das Ding super aufwendig gemacht. Okay. Kleine The Jerkcrafts lernen in der... Oh, das ist auch süß texturiert. Und Janus ist der Meister, der hier erklärt... Sensei! Was erklärt er uns? Vogelhaus-Workshop. Ah. Ah, ich verstehe. Und die kleinen The Jerkcrafts nehmen da alle dran teil. Und kriegen es überhaupt nicht hin. Wow. Habe ich zufälligerweise schon gesagt, dass diese Einsendung unfassbar krass ist? Setz dich in den Fernseher in der Lobby. Okay. Oh je, Mini.
Jo, ich habe nicht gecheatet. Krass. Jetzt? Ah, von hier oben hat man eine Aussicht nochmal. Hey, warte, wie komme ich denn jetzt hier weiter? What? Wieso kriege ich das gerade nicht hin? Ach, hier kann ich raus. Ah, mies. Okay, ein kleines Rätsel hier noch. Stark. Okay, es geht weiter im Museum, ne? Was haben wir hier? In diesem Jahr, was, wo, welches Jahr sind wir denn? 2018, hehe. Plus und Minus habe ich entwickelt, genau. Day of Death. Mein erstes Data Pack, was ich rausgebracht habe. Das war ganz süß. Also so eine kleine Adventure Map, die ich gespielt habe. Oder ein kleines Let's Play. Darf natürlich auch nicht das Projekt von The Joker. Ne, aber die Redstone Farm. Ja, Leute, die Redstone Farm, die funktioniert leider größtenteils nicht mehr. Wir haben uns die neulich mit Janos angeguckt und festgestellt, dass das, dass die meisten Techniken kaputt gegangen sind durch die 1.16. Congratulations. Wir überlegen, ob wir entweder die Techniken reparieren oder eine komplett neue Farm bauen, basierend auf der ersten und vom Design der ersten. Und dann auch mit CEMS und moderner Technik einfach. Das ist so unsere Überlegung vielleicht für ein Mini-Projekt, was wir mal machen. THC begann mit dem ersten Survival-Projekt, welches Lava hieß. Ja, das Lava war der Einstieg. Es ging, glaube ich, mit dem Zawazoo los. Stopp, wo war der Zawazoo? Redstone Kreuzfahrtschiff, genau. War nicht vorher noch Zawazoo? Ich meine, dass vorher noch Zawazoo war. Oder war es 2017? Stopp, wo ist 2017? 2013. Oh wow, jetzt geht's aber hier in die Ahnen von The Joecraft. 2013. Automatisch, ne? Okay, 2013. 2020? Nee, 2019. Das ist 2019. Okay, warte mal. Stopp, wo haben wir denn Zawazoo drin? Das ist 2017. War nicht Zawazoo hier? 2018 war Zawazoo. Okay, denn Zawazoo war das erste, was ich mit Sparky gemacht habe. Das war die erste Kontaktaufnahme mit Sparko Phoenix, den ich damals halt immer nur als YouTuber gefeiert habe. Und daraufhin ging es dann los, dass Sparky mich eingeladen hat zu den ersten größten... Es war auch, by the way, genau, das erste Survival-Projekt. Und es ging dann los nach dem Zawazoo mit den ersten Projekten mit anderen YouTubern zusammen, wo ich kooperiert habe. Das war cool. Lava war das erste, was wir gemacht haben. Da habe ich die Intro-Sequenz auch für gemacht. Minecraft Jet war ganz witzig. Castle hat mir wiederum mehr Spaß gemacht. Da habe ich Items for Sacred kennengelernt und mich mit ihm irgendwie angefreundet. Betweenlands habe ich das erste Mal mit Gaming Guides etwas gemacht. Dungeons war so ein Projekt, was mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Da war ich auch relativ schnell wieder raus. Craft Attack war beste Leben. Such doch mal die verschiedenen Projekte. Such doch mal nach den verschiedenen Projekten stand. Ja, ja, die willst du alle finden auf dem Kanal irgendwo. Genau, und das Kreuzfahrtschiff war das größte, was ich da dann veröffentlicht habe. Was haben wir hier Feines noch? Easter Egg. Nice. Geht's weiter? Also, 2020. Das ist unglaublich. Na, so schlimm ist auch nicht. Hallo zusammen. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Oh my goodness. Da, einmal im Leben auf einer großen Bühne gestanden. Könnt ihr auch, Leute, einfach die Einsendung downloaden, auf die Bühne gehen und selber hier drauf gehen. In diesem Jahr gab es eine Art Krimi namens Kira. Oh ja, Kira, was geil. Ich hoffe, dass ich bald mal wieder eine Truppe zusammenkriege für Kira. Wir haben Kira 2 schon fertig, aber es fehlt noch Leute, die es machen. Ja, super nice. Das haben wir Redstone-Stern. Mhm. Da ging es mit dem Redstone. 2019 ging es das erste Mal mit dem Redstone-Stern los, aber das war nicht so super nice. Leute, dieses Jahr geht es ja mit dem Redstone-Stern los. Und zwar am 1.8.2020 wird der Redstone-Stern rebootet und startet neu. Diesmal mit einem fähigen Mitstreiter, der auch Ahnung von Star Wars hat, und dann wird es richtig cool. Breaking News, seit kurzem geht es wieder. Ah, ja, ja, genau. Schön, dass es da steht. Hier Redstone-Command-Blöcke in der Hand. EU arbeiten, ja. Genau, das war nämlich dann... Oh, nice. Jetzt kommt zum Lieblingsprojekt, und zwar die neue Redstone World. Ja, ja, das ist mittlerweile, Redstone World fing als ein Projekt an. Ich hatte die Redstone World als ein Projekt begonnen, habe aber dieses Projekt dann gecancelt und habe gesagt, dass ich statt der Redstone World, dass die Redstone World nur noch die Welt ist und wir in der Redstone World Teilprojekte haben, wie zum Beispiel die Hauptstadt, den Freizeitpark, den Todesstern, also Redstone Stern und noch viele andere, die folgen werden.
Und die sind halt alles in dieser Welt drin. Genau. Viele verschiedene Gäste. Spark, Lars, Katze, Klim, Ayosa 100, Kroko, RGB Pixel und Halbzwilling nicht vergessen, Miss Flocke nicht vergessen. Ne? Aber das sind alles Leute, die auch dabei waren. Debitor ist jetzt da gewesen. Guck mal, wer noch dazu kommt. Ich weiß gerade nicht, ob ich Leute vergessen habe. Bestimmt. Craft Attack. 5, 6, 7. Craft Attack 7. Ja, Mann. Den Pistenblock zu bauen. Datum, Länge, Tagzeit. Ja, ja, ja. Für nächstes Jahr Craft Attack habe ich zwei Überlegungen dieses Jahr Craft Attack. Entweder werde ich, also wenn ich alleine bauen werde, werde ich einen Redstone-Turm bauen. Ein Hochhaus bauen. Mit Fahrstühlen an Bibapo. Aber am liebsten möchte ich gerne mit mehreren Leuten zusammenbauen. Und vielleicht ein fliegendes Schiff bauen. Ein Luftschiff bauen. Was wie Star Wars-like oder so. Ich werde versuchen, nochmal dieses Jahr in Craft Attack ein paar Innovationen für Redstone zu machen. Aber viel ist auch spontan bei Craft Attack. Ich plane eher nicht so viel. Never gonna give you up. Woo! Hätte das Buch zurückspulen müssen, dann hätte man das nicht gefunden. Lieber Josef, zu guter Letzt noch ein paar Worte an dich. Ich danke dir viermal, dass ich in dein... Ach nein! Ich muss dir danken, lieber Harry, für diese Einsendung. So krass. Ja, Admin-Bewerbung. Wir haben einen Link zur Admin-Bewerbung. tocteam.de/Admin-Bewerbung. Sowas ist immer lustig. Die YouTube-Streams gefunden zu haben, nicht die Anzahl der Abonnenten voller wichtig, sondern die einzelnen Abonnenten und deine kleinen Computer finde außerdem toll, dass du dich nicht zum Mainstream-Broadcast, sondern das Broadcast, worauf du Lust hast. Ja, ich mache eigentlich nur das, worauf ich Lust habe. Ich versuche, ein bisschen was anderes zu machen als der Mainstream. Ich versuche aber trotzdem, mit meinen Videos möglichst viele verschiedene Menschen zu erreichen und versuchen, denen zu zeigen, hey, Minecraft kann mehr als nur die ganze Zeit griefen, als mehr die ganze Zeit nur PvP-Minigames und so. Minecraft ist nicht so langweilig, wie ihr denkt, sondern Minecraft kann auch ein kreatives Spiel sein. Kreativität und Niveau, das ist etwas, was ich in meinen Videos als Fundament lege und versuche weiterhin als Fundament meiner Videos zu belassen und darauf aufzubauen, was auch immer es aufzubauen gibt. Never gonna give you up. Vielen, vielen Dank. Gescanntes Ticket hier einlegen. Dankeschön. Und jetzt kann ich das Museum verlassen. Oh, es ist wunderschön. Und da ist der Ausgang. Boah, Alter, da könnte ich fast anfangen zu heulen, ne? Was ist noch hier? Ist noch ein kleiner Freizeitpark und noch ein Coaster mit eingebaut. Wie kommt man hier rein? Warte mal, wo ist der Eingang da? Oh. Die Musik kommt aus Minecraft und die wird gerade nicht über Musik abgespielt. Sweet. Das J. Okay. Mega cool. Fahrstuhl? Ist das Minecraft-Musik, Leute? Ja, ne? Ach, das ist die Credits-Musik. Ah. Einer der schönsten Soundtracks aus Minecraft. Ja, mit Abstand eines der schönsten Soundtracks. Kommt der Shuttle noch? Da ist der Shuttle. Ich finde den Credit, die Credits finde ich das schönste. Oh, geiles Ding. Ich finde die Credits ist der schönste, ist die schönste. Das schönste Soundtrack. Okay. Warte, habe ich was falsch gemacht? Au. Ah. Ich glaube, ich muss hier stehen, auf der Plattform. Ich glaube, ich sollte ein Boot nehmen, kann das sein? Ach, das ist ein Parkding. Ah, lol, das ist ein Straßenleitsystem. Ich verstehe, das wäre das Parkhaus gewesen. Ah, smart. Das sind die Straßen und hier geht's ins Parkhaus rein. Und von hier kann man kommen und fahren. Ah,
verstehe. Das ist ein Fahrstuhl nach oben. Und ja, hier sind die Parkplätze. Da sieht man es richtig. Ah, ich verstehe. Ich wollte gerade sagen, es ist kein Freizeitpark, das ist ein Fahrstuhl. Und das ist ein Parkhaussystem. Park and Ride, da gibt es eine Bahn, die fährt dann hier runter und dann kann man ins Museum reingehen. Also, wow. Holy. Und vor allen Dingen, wie gut das nachgebaut ist, ne? Auch hier mit dem Logo und die, dass meine Logos so umgesetzt worden sind. Und da ist das Flugzeug. Harry. Ich habe bei Weitem noch nicht alles gesehen, was du heute gebaut hast, aber du hast eine ganz, 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 ganz wundervolle Einsendung gebaut, die mich sehr gepackt hat. Und bevor die Musik jetzt so sentimental wird, dass ich hier noch gleich anfange zu weinen, beende ich besser das Video. Denn das ist einfach nur wundervoll. Danke dir. Dankeschön. Ey Leute, ehrlich, vielen, vielen Dank. Ich habe euch alle super, super lieb und es freut mich, wenn es nur ein oder zwei Leute gibt von euch, die ich mit meinem Content so bewegen kann, dann hat es sich gelohnt. So, jetzt fange ich wirklich gleich an zu weinen. Jetzt höre ich auf. So, ciao Leute.